Saint-Denis, Kapitel 4. Und da sind wir in der Großstadt angekommen, hier. Und da sieht man eindeutig, hier ist die Zivilisation eingekehrt, die Moderne. Das sieht gar nicht mehr so nach Wildem Westen aus, wie noch die anderen Dörfchen, die wir da besucht haben. Das sieht aber krass aus, ne? Hier die ganzen Dampfmaschinen, die ganze Industrialisierung. Die ist bis hierhin vorgedrungen. Und wir können mal einen Blick auf die Karte werfen, während wir durchreiten. Und dann sehen wir hier vorne, da ist Angelo Bronte. Und der soll angeblich ja den Jungen haben. Nach Informationen sollen wir da fragen. Angelo Bronte, der ist persönlich scheinbar doch nicht da. Aber ich weiß es nicht, wir werden sehen. Aber wir haben auf jeden Fall so einiges zu tun. Wir müssen Informationen herausbekommen. Außerdem haben wir hier auf der Karte eine Aufführung, alles mögliche. Zeitungsverkäufer, die Postmeisterei, der Schlachter, ein Gemischtwarenladen. Und was hier noch? Ein Steckbrief. Ach ja, genau. Die gab es ja auch noch, haben wir auch länger nicht mehr gemacht. Und auch noch eine Aufführung. Also hier gibt es auch richtig viele Theater und so hier in der Ortschaft. Ja, und das ist so eine der größeren Städte, die wir jetzt hier bereisen. Ich kann ja mal rauszoomen, dann seht ihr ungefähr, wo das liegt. Wenn wir vorne Valentine unser Unwesen getrieben haben, sind wir jetzt hier. Und Rhodes hier vorne unser altes Lager gewesen. Ja, war eine schöne Zeit. Jetzt müssen wir aufbrechen und uns der Zeit anpassen. Vielleicht sogar das Land verlassen, darüber hat Dutch geredet. Könnte passieren, man weiß es nicht. Die Großstadt. Ist cool, sich das jetzt mal einfach angucken zu können auch. Gavin! Der sucht doch Gavin schon seit Ewigkeiten. Wir haben ihn immer noch nicht gesehen, Mann. Ach. Der da vorne mit dem Hut, der Herr da. Jetzt hier rechts, der da die Straße runtergeht. Der sucht Gavin. Aber ich wüsste immer noch nicht, wer Gavin sein sollte. Aber wir suchen auch jemanden. Vielleicht können wir mal mit ihm reden. Oh, Entschuldigung. Sucht ihn immer noch. Und mittlerweile sucht er ihn sogar hier. Da ist er doch da vorne. Hey. I'm looking for my mate Gavin. Somebody help me. Gav? I thought I'd seen everything. Gav? I've lost my friend. Somebody help me, please. Warte mal kurz, Rossi. Hello, mister. Have you seen Gavin? You still haven't found him? Nope, but I won't give up. He's lost. One morning, I just woke up and he wasn't there. Someone must have taken him. Maybe he just left. Gavin? No. No. We were best mates. I mean, really, best mates. He'd never leave me. Never. Gavin! Ob es diesen Gavin überhaupt gibt, verdammt. Ich bin gespannt, ob wir ihn noch finden werden. I am so worried. Und ein dickes Danke gerät raus an Tiny Unknown. Dankeschön für deinen Sub. Willkommen in der Crew. In unserer Cowboy Gang. Und Girl natürlich. So, dann gucken wir jetzt mal auf die Karte. Dem können wir leider nicht helfen, Gavins Freund, wo immer, wie auch immer er heißt. Aber wir können hier mal rüberreisen. Und da nach weiteren Informationen zu Angelo Bronte forschen. Die Stadt erkunden vor allem. Ich finde das ja auch so geil, sich das alles hier anzuschauen. Ist ja wie eine kleine Zeitreise, ne? Mittlerweile. Überlegt mal, wie krass die Spiele noch werden, wenn das immer so ein Open-World-Spiel wie Red Dead jetzt hier grafisch schon so aussieht. Wie krass werden die wohl in 20, 30 Jahren sein? Bei der PlayStation 7. Und ob sich Virtual Reality durchsetzt? Und wie krass das noch wird? Und so weiter. Da bin ich mal alles, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Guck mal hier, da können wir die ersten Nachforschungen anstellen. Dann will ich da mal gerade vorbei. Hello, gentlemen. Howdy. Hello there.
I've been all right. You. Oh oh. Stick 'em up, cowboy. That's Dutch. Yeah, real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. America's very own Gomorrah. This city's all look the same to me. So, how you get on? I've been asking around about Mr. Bronte. And from what I've heard, this establishment is our best lead, but I haven't had any joy in there so far. So, I should just give it a shot? I think so. Just keep it cool. You know me? I'll meet you back here anon. This seems to be shit for shit reason. Ruhig weiter tanzen. Wir passen hier überhaupt nicht mehr rein. Die sind alle so gut gekleidet. Und wir sind verdammt dreckig. Vielleicht hätten wir es doch mal waschen sollen. Habt ihr mir gesagt? Born and raised. Well, I'm a transplant, but I'm never leaving. Not unless we all get washed away. Over here. I'll get you in a second. Let me tell you something. The rest of the states, they'd lucky to have us. If it wasn't for us, they'd probably run back with the tails between their legs at the first sign of trouble. You got that right. Na jetzt aber. Now, how can I help? Ich dachte schon, dass die uns hier nicht wollen oder so. Sure. Dollar, please. For a whiskey? Oh, that's the real stuff. From Scotland. Okay. Here, have one for yourself. Well, thank you. So, mister, can I ask you a question? You ever hear of a fellow by the name of Bronte? Who's asking? Me. I'm asking. No, leave it, friend. What do you mean, leave it? Look, I don't know what business you in, but leave it, friend. You and your pal that was in here before. Bronte? Angelo Bronte? Mr. Big? Mr. Italian spaghetti-eating long streak of piss big? He makes my skin crawl. I'm so squally a cocksucker. You know what I mean, friend? Where can I find him? Oh, well, I reckon you can talk to them kids in the alley. They'll know, I guess. Oh, and friend, you'll be careful now. Immigrants, they're not to be trusted. Vor allem, weil alle hier Einwanderer sind, ist ja der Knaller an der ganzen Sache. Okay, haben wir ein paar Informationen bekommen. Der Saloon auf jeden Fall geschniegelt und gestriegelt. Und Kan Isoko, danke, fettes Danke auch dir. Willkommen in der Crew. Dankeschön für deinen Sub bei Twitch. Sei mal an dieser Stelle erwähnt. So, gucken wir doch mal hier vorne. Ja, das sieht doch gut aus. Hier finden wir noch weitere Infos. Wir suchen unseren, nicht unseren Sohn, aber den kleinen Jack. It's really become quite the craze. So you just walk up to any man with a ring on his finger and turn it three times? Yes. And then after 24 men find any married person, male or female, wearing a wedding. Hi there. Have you seen any kids around here? Oh yeah. Just through that archway there. Oh oh. Haben wir ihn schon gefunden? Kann ich mir ja kaum vorstellen. Hey. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. What it'll cost. Ja, die Kids können uns helfen. $5. Where does he live? New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. That's a bad breath. Here. Come on. This away. Let's go, mister. You coming, Cleet? Na, was für kleine Schlingel. Stay close. Easy to get lost around here. Come on, then. Hat er uns gesagt, die Kids können uns helfen. Pretty much. Don't worry. No one knows it as good as me and Cleet. Is that right? Hope you won't need his services, but you got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber on the right there. Famous bookstore.
Not that I'm much of a reader myself. Now over here's a real piece of art. That's the Church of the Holy Blessed Virgin, mister. Modeled on the famous church in Toulouse, which is in France. You been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but we all friends now. Isn't that the most beautiful testament to God's love for us all? Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, hey, you little pair of shits. Okay, das geht zu weit. Get going, he's coming after us. Stop, shit. Wie soll ich den kriegen? Ossi. Okay, der ist aber da hängen geblieben. Verdammt! Konnte nicht aufspringen. Ossi, da bist du ja. Okay, jetzt holen wir uns den Kleinen. Da, da ist Braten. Aber wie schnell ist denn diese Bahn hier bitte auf einmal? Kann ich mir kaum vorstellen. Entschuldigung, ich muss hier rausjumpen. Spuren? Irgendwelche Spuren? Hey, you see a kid about 14 years old run through here? Why, yes, we did. He went around the corner there. Damn snitch! You better stop right now! Hey! Moron! Verdammte kleine Hosenscheiße. So klein ist er gar nicht mehr. Okay. Tür eintreten, komm. Wow, das war knapp. Beinahe hätte uns die Straßenbahn erwischt. Wo ist er lang? Ah, wieder hat er sich versteckt. Fellas, you seen a kid come through here? About 14, 15? Oh yeah, he ran right through us. Ran around the corner there. Okay, wir kommen dir auf die Schliche. Oh mein Gott, bleib endlich stehen! Oh fuck. Ja, war ja klar, dass ich über den Äpfeln hier oder was auch immer da liegt. Was hat der da hingeworfen? Ich habe keinen Plan. Ist jetzt auch egal, schnell hier durch. Arthur nimmt die Bretter mit. What's the problem, Fred? Give me my things, boy. What are you talking about, friend? I ain't your friend, but that kid is, and he robbed from me. Now, give me back my stuff and take me to Angelo Bronte. Senor Bronte. That kid was gonna show me before he robbed me. Now, come on. You new in town, mister? Come on. Mr. Bronte's got a lot of friends, mister, but I ain't never seen you. We ain't friends. You don't like no one, mister. Mr. Bronte, he's got fine hair. He got a beautiful house, and I am proud to work for him. He got 50 men, mister. Why he gonna care a thing about you? I just want to speak with him. I'm sure you do, mister. You and them friends of yours been asking about him all over town. He been mighty disrespected. Bunch of muddy Yankees in town asking questions. Well, you and your friend should pay him a visit, mister. He's got a big house on Flavian Street opposite the park. Hey, yokel. Now, get out of here.
Haben sie ihm das Gewehr noch in den Arsch gestochen, irgendwie so ein bisschen? So. Oh, guck mal, hier ist noch jemand, ein Bettler. Ja, den helfen wir doch immer gerne. Won't you lend a coin to a fella in need? Go get yourself something to eat. Sir, I want you to have this. Thanks, friend. It's nice to give something instead of just begging. I hate asking for money like a goddamn worm. Groveling here in the dirt. Geld stehlen ist auch hardcore, ne? Dem Obdachlosen noch das Geld stehlen, das wäre noch die Nummer hier. So, die kleinen Stinker hier, die Straßenkinder, die sind auf jeden Fall böse. Aber die wollen auch noch hier in der Stadt überleben. So, hier ist der Arzt, gut zu wissen. Oh, haben wir geschlossen. Soll der Mist. Was hat er denn für kurze Öffnungszeiten nur? Hey, move it there. Yeah, move. Warte nur kurz auf Rossi. Die kommt da vorne herbeigeeilt. Ja, Rossi, hier bin ich. Oh, was für ein Verkehr hier in der Stadt, ne? Oh, wir haben beinahe gegen den Pfeiler gelaufen. So. Dann werten wir jetzt mal einen Blick auf die Karte kurz. Da vorne müssen wir hinreiten. Gucken, ob das hier auch in der Stadt funktioniert. Oh, Entschuldigung. Nee, es funktioniert nicht. Oder? Das sieht richtig cool aus hier im Kinomodus, oder? Sau nice. Okay, aber wir haben eine Mission. Was ist denn das? Hey, mein Lieber. Where you been? Getting robbed? Who by? Bunch of children. I won't inquire anymore. But I found Mr. Bronte. Seems to be some Italian Mr. Big in town. Everybody knows him, but nobody wants to talk about him. Apparently lives in a big house on Flavian Street, opposite the park. Good work. So what now? We go pay him a visit. I'll get John, you meet us there. Whatever it takes, we need to get that boy back. So ist es. Wir müssen Jack da rausholen, den kleinen Jungen. Und ich muss ja auch mal das Spiel loben. Jetzt kommt meine Ladezeit, aber die sind so gering. Es geht voll klar. I cannot decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. You doing okay? Gentlemen. Good morning to you. Hey. Nice to see some friendly faces around here. Huh? Huh? Sehr freundlich. Okay, die weiteren Positionen müssen wir noch abklappern und dann mal nach dem Dutch. Und hier sind jetzt noch viele weitere Sachen aufgepoppt. Hier zum Beispiel eine fremde Person. Die ist direkt um die Ecke, da gehe ich da mal hin. Und hier auch. Und da hoffe ich, weitere Nachforschung anstellen zu können. Wir haben hier schon einiges auf der Karte eröffnet. Oh, mein Gott, die Straßenbahn, ey, wie sich hier das ganze Gameplay auf einmal ändert, ne? Und das ganze Game eigentlich so voll verändert, wenn man jetzt hier in dieser Stadt unterwegs ist. Wer soll denn hier sein? Hier? Hier kommen wir hier rein? Entschuldigung, Tür war ein bisschen locker. Oh, shit! Hey, buy me a drink, mon ami, huh? Hello! Hello!
Sure, what you want? Brandy. Two brandies, bud. It's $2 a glass. Oh, better be good then. Boah, ist immer teuer hier. The best. Thank you. Santé. It's quite a country you're building here, eh? Well, me personally? I don't know. What do you do? Mostly, I just shoot people. How very American of you. I love it. What do you do? Oh, mostly I pose, I show off, I complain. Oh, how very French. I know. I am ridiculous. I have been all over the world. I have seen the sights, and I have discovered the one eternal truth that I am a pies, how do you say, all ass. Asshole? That too. Well, at least you have some self-knowledge. Where were you on your journey? All the civilized world. Painting my little pictures, meeting the locals, you know. You a painter? No, I'm a whole ass. I thought we had covered this. Yeah, but you paint. Not according to salons at Paris. No, according to them, I cannot draw, I cannot paint, and I should go away. And so I went away. You miss Paris? That smelly, filthy place with old buildings and ghosts and shit and French people. I have that right here. I guess so. You know, Arthur. Charles. You know, Arthur, don't believe in art. It's lies. Believe in women. They are the truth. Art is lies, but the vagina, that is truth. Breasts is truth. Art. It's for idiots. If you say so. Oh, trust me, I've tried both. One is better. Much better. So, I must be boring you. But here. What is it? It's just a little doodle. You know, entirely worthless unless you want to wipe your bottom with it. But I wanted to say thank you for the drinks. Well, that's very kind, Charles. No matter. Good meeting you. Ja, später noch ein paar Millionen wert. Oh, da muss ich schnell wieder wegpacken, weil das hat ja Nacktheit, ne? Steht da noch hinten was drauf? Nö. Ist ja ein Pornobild. Okay, hier vorne ist auch noch mal. Hier ist auch noch eine fremde Person. Da würde ich auch noch gerne hingehen. Mensch, hier gibt es ja noch voll viel zu entdecken jetzt in der City. Unser kleiner Ausflug hier in der Großstadt. Oh, das ist ein Mönch. You, kind sir. Will you help the poor? I ain't so kind. Yes, you are, sir. You have it in you, I can tell. I'm a nasty bit of work, father. You're wrong on two counts, sir. I'm a humble brother, a penitent monk, not a priest, and you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? You have no idea. But you do, and God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give two bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. Ja, wir spenden. Sure. Bless you, sir. How you getting on, anyhow? These are a somewhat apathetic lot, I'm afraid. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. That's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but, well, usually he's the best man I know. That's wonderful. The thing is, I'm, well, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. Like Saint-Denis is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe you. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block around the corner, the one with the green door, well, they say he sells more than forlorn trinkets. Help the poor. Dann wollen wir den Laden nochmal untersuchen. Boah, was hier los ist, ne? Ja, stimmt schon. Man wünscht sich wieder das Land herbei. Aber krass, die Stadt. Good morning. Thanks. Don? Hello? What do you need? Zohan.
How's everything with you? Good morning, mister. Aus aller Welt kommen die Leute, ein Schmelztiegel. Und es ist ja eigentlich schade, auch wenn man durch die USA selber reist, was ich auch schon oft gemacht habe und was richtig schön ist, weil es ein tolles Land ist und ein Schmelztiegel vieler Kulturen. Es ist ein bisschen schade, muss ich sagen, dass man nur so wenig Ureinwohner eigentlich sieht, ne? Die wirklich ursprünglich daherkommen. Da gibt es ja nur noch ganz wenige von. Und hier wird dann über Einwanderer gehetzt, obwohl ja eigentlich jeder Amerikaner irgendwo ein Einwanderer ist. Das ist ja dann auch irgendwie verrückt. Wer ist nicht irgendwo ein Einwanderer am Ende? Hallo, Sirs. Morning. Ah, kommen wir nicht rein? Okay, sorry, ich wollte nur mal das Schloss prüfen. Dann kommen wir hier rein? Sieht auch nicht gut aus, ne? Wie sollen wir denn da rein marschieren? Von der anderen Seite den Eingang? Nein, nicht. Entschuldigung, ich muss mal hier durch. Muss es doch hier lang gehen irgendwie. Aber es sieht ja auch cool aus. Schön detailliert gemacht einfach. Ach ja, mit dem Blümchen aber ganz nett. Ich meine, da gibt es schlimmere Ortschaften. A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? Gucken wir uns doch mal hier um. Vielleicht finden wir irgendwas. Guck mal, hier wird auf jeden Fall was verschoben. Nothing much back there. I'm afraid just a few old books. Und er wird ganz aufgeregt. Hat der da etwa... Something for the wife, maybe? Something don't seem right. Na. What are you doing back there? What's back here? Looks like this pulls out or something. Pulls out? No, it's just an old bookcase. Seen better days. I must say, you're acting very strange. Just what is it you want? Maybe you should leave now. How about you open that door? Door? What door? The hidden door. Or I'll open the hidden door in your chest. They made me do it. I was always good to them, but they forced me to do it, sir. I swear. Mm-hmm. Open the door, now! Oh, okay, okay. Just pull the big red book on the bookshelf. It's called The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall. Öffne das falsche Bücherregal. Ja, okay, einmal hier. Jetzt haut der Typ ab, oder was? Solche Geheimtüren finde ich ja mal krass, ne? Hm. Hallo? Kajate, kajate. Oh, die armen Leute. Por favor, ayúdanos. Help, please. Oh Mann, der hat eigentlich auch den Tod verdient, der Typ wieder. Now don't worry. I'm on your side. Por favor. Ihn lassen wir hier. Natürlich nicht. Please, I'm on your side. It's gonna be okay. Ja, stimmt schon. Es wirkt alles so bedrückend. Wirkt hier wirklich ein bisschen. Ist alles so dunkel, ne? Don't worry. You're gonna be all right now. Promise. Hier die Großstadt wirklich. Aber saugut. Come on. You'll be safe soon. Okay, der Ladenbesitzer ist abgehauen. Moment. Würden wir gerne noch mal kurz. Wenn er jetzt schon hier, ne? Braucht er ja nicht mehr alles. Oh je, da ist doch bestimmt was drin. Nee, ist nichts drin. Ja, mach mal keinen hier. Guck mal, wir können denen sogar das Geld geben, den Gefangenen. Das ist ja richtig nice. Here. Take that. And come with me. I know someone who can help you.
Ey, den Stapel würde ich sonst gerne mitnehmen, aber wenn du ihn nicht da liegen lässt, ja, sonst nimm ihn mal schnell hier, ne? Ja, genau. Was für ein guter Typ wir sind, ne? Haben wir das denen gespendet jetzt quasi? War hier noch irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Nee, ich glaube, das ist alles gut. Komm, gehen wir weiter. Bring euch hier raus, Freunde. Aber vielleicht können wir ja noch was mitgehen lassen. This way. Not much farther. Poor bastards. Ja, kommt schon, Jungs. Kein Tageslicht gesehen. No lo sé. Estamos libres, y es lo que importa. Tenemos que confiar en él. Hier hin. Komm mit, Jungs. Boah, die haben voll abgenommen, ne? Weiß nicht, wie lange die da drin waren. Oh. Brother Dorkin's friend. Arthur Morgan. Come on. You were right. Found these two imprisoned in that shop. Oh my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that. They're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers. Come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, you forgot this? Oh. Yes. Thank you. I... Here. Payment for your services. I could not have freed these men myself. Give it to the poor, brother. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gaspar Street in St. Francis. Junge, Junge, wir sind richtige gutmütige Menschen mittlerweile hier, ne? Habt ihr gesehen, die Leiste? Und jetzt werfen wir uns vor den Zug. Ja, ne, da kommt der Lastwagen noch. Man muss sich das wahrscheinlich direkt vorwerfen, ne? Spezialfolge, vor dem Zug geworfen oder so. Da wollte ich gar nicht langreiten. Hey, hey, was ist das für eine blöde Stange? Ich wollte doch nicht an der Stange tanzen jetzt hier. Geht ein bisschen zu weit. So, ich wollte noch mal einen Blick auf die Karte werfen. Das ist aber eine vernünftige Angelegenheit. Guck mal, hier ist auch noch eine fremde Person. Ist ja was hier. Und hier geht es dann wieder auch aus der Stadt raus ins Lager. Bei Mary Beth. Und wer da noch rumstreunert, oder? Unserer Stadtrundfahrt hier heute. Oh, oh, ich glaube, da war ein Chinese überfallen. The whole saloon's overrun with rats. I'm losing business left and right. I need to get someone to get rid of them for me. I'll pay very well. I just need it done. Okay. Na, dann gucken wir uns das mal an. All right, calm down. Let me see what I can do. Oh, thank God. Just be sure not to bang around the place too much. Der Rattenjäger von Saint-Denis ist zur Stelle. Machen wir vielleicht mit dem Messer, oder? In der Großstadt gibt es natürlich jede Menge. Da fiebst doch noch irgendwas hier. Da vorne. Oh, Saint, komm. Dann noch eine vernommen. Die tun mir fast schon ein bisschen leid. Geil, dass das sogar einen Knick darin hat, diese Fliesenmatte, ne? Ey, deine Ratte. Oh, ho. Da wollte ich gerade zustechen. Boah, wie viele sind denn hier, bitteschön? Da sollte mal jemand das Loch da unten schließen, ne? Da ist es doch.
Ich höre ja noch mehr. Was haben wir denn da? Ah, das ist keine Ratte, das war eine Bierflasche. Okay, ich dachte. Und die macht sich am Essen zu schaffen. Glaubst du aber nicht. Bist du denn bescheuert? Oh. Ich würde sie ja mal gerne. So. Konnte sie da nicht erstechen an dem Ding, leider. Es hat nicht funktioniert, technisch. Denn ich hatte ja die Animation, nicht auf den Tisch zu stechen. Wo ist denn diese verdammte letzte Ratte? Hör die doch hierher irgendwo. Hier bist du. Mann, Mann, Mann. Ooh, thanks, Mister. Take this. Ooh, you earned every cent. I killed worse. Ja, da ist allerdings was dran. Und er freut sich. Das war doch ein guter Deal. So, auf zu Rossi. Ja, ja, da musst du einiges aufräumen. Die Ratten haben wir nämlich nicht mitgenommen. Die haben wir liegen gelassen. Ich glaube, Ratten verkaufen sich nicht so gut. Oh, Rossi, du brauchst aber dringend hier. Du musst aber dringend wieder hier. Alter, da müssen wir uns aber mal Rad drum kümmern hier. Kann ja nicht sein, ne? Erstmal ein kleiner Snack. Müssen uns auch mal irgendwas wieder organisieren. Ja, schon besser, ne? Haben wir nichts Gutes im Moment so richtig am Start. Take it easy. Und der ganze Staub, der da rauskommt. Let's go, girl. So, wen haben wir denn da? Por favor. It's warm. W, an upside down M. Wir können mit denen auch noch eine Mission machen, tatsächlich. Aber ich will jetzt mal kurz gucken, wer die fremde Person hier vorne ist. Da kriegen sie von der Nonne das Lesen beigebracht. Eine gute Tat. Excuse me, bud. Hä? Da vorne. Hier bin ich. Hey. Was geht ab? What? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. You know, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, it's not drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. Well, if anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Der Aiden in Rhodes. Oder wie der heißt, der kann uns helfen. Na jo, dann wollen wir mal gucken. Das wäre hier vorne. Okay. Ja, vielleicht weiß der etwas über eine Lieferung Schwarzgebrannten. Gut, da können wir nochmal gucken. Das können wir nochmal ein anderes Mal machen. Bruder Dawkins ist jetzt hier halt direkt um die Ecke. Da gehe ich auch nochmal kurz vorbei. Giddy up! Wenn wir mal wieder einen Rhodes sind in der Ecke. Müsste ja eigentlich auch verkaufen, weil heiliger Bimba, da gibt es hier so viel loszuwerden, oder? Ich werfe gerade einen Blick auf die Karte. Habe ich jetzt den, Na gut, der Laden ist jetzt zu. Was ist hier noch? Ein Fotostudio. Ach, wie cool. Müssen wir natürlich auch alles noch abchecken. Trapper. Arzt. Der Büchsenmaker. Büchsenmacher, können wir natürlich auch ein bisschen Zeugs loswerden. Wäre auch nicht schlecht. Und ein Schneider. Ich glaube mal so eine richtige Shopping-Nummer.
Komm, ich gehe jetzt erstmal hier. Rossi, wir gehen erstmal Zeugs verkaufen und gucken mal, was wir so loswerden können. Okay, Girl. Beim Gemischtwarenhändler. Genau da wollen wir hin. Und dann gucken wir mal. Weil wir können echt viel loswerden. Wir haben viel dabei. Können viel verkaufen. Oh, diese gottverdammte Straßenbahn. Die wird mich noch überfahren. Oh, Entschuldigung. Oh, das wird eng hier. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Vorsicht, Rossi, lass dich nicht von der Bahn überfahren. Hier rein? Ups. Ich würde erstmal gucken. Ah, hier kannst du auch haben. Ja. Kentucky Bourbon. Ja, wir haben so viel Zeugs, du. Ich kann dir sagen. Die Bohnen behalten wir mal lieber. Sure, why not? Heilige Scheiße, haben wir hier zu verkaufen. Ah, mehr will er noch nicht haben, ne? Das ist alles das, was wir ihm bieten können. Guter Brandy, kann auch noch einer. Ich hebe immer ein bisschen was von allem auf, als was wir irgendwie für eine Quest brauchen sollten. Boah, $4,600, Leute. Ey, das ist eine ganze Menge Geld. Das ist schon eine ganze Menge Geld, die wir hier in der Tasche haben. Yo. Heilige Scheiße. So. Beim Fleischer können wir nichts loswerden. Munition kaufen könnten wir auch mal gerade. Dann müssen wir nochmal zum Büchsenmacher vorbei. Der war direkt hier vorne, glücklicherweise, deswegen gar nicht so weit weg. Komm, Rossi, wir radeln da mal eben rüber. Joe Jade Dragon Restaurant, das Jadedrachen-Restaurant. Oh, cool. Hier ist so eine Art Chinatown. Sau cool. Hey, Mister. Hallo, Sir. Und hier ist auch der Gunsmith. Der Gunsmith. Das ist natürlich nice. Are you a new customer? Well, welcome. Come in. When you're ready, have a browse of our catalog. And I can go out back and get what you're looking for. Now, let me just look in here. Boah, jetzt mal einen ganzen Stapel Munition. Das ist jetzt das Wichtigste, was wir brauchen, gerade ich dir, du. Okay. Hochgeschwindigkeitsmunition für den Revolver. Nehmen wir direkt hier mit. Maximum kaufen. Ah. Oh, da ist viel ausverkauft, leider. Die normale. So, da kaufen wir alles, was geht. Flintenmunition. Laufgeschoss, auch nicht schlecht. Ich hole direkt so viel wie geht, ne? Damit wir da nicht in irgendwelche Probleme geraten. Ich hole auch mal Alternativmunition. Die paar Pfeile können wir uns auch noch gönnen. So, Waffenöl, was brauchen wir? Der verbesserte Waffengürtel. Oh, you don't mess around. Den nehmen wir mit jetzt, ne? Okay, mehr haben die gar nicht im Angebot im Moment. Das heißt, wir können jetzt noch mehr Munition je nachdem mitnehmen. Ja, ich kaufe die mal auch, falls die andere dann weg ist. Ja, Pistolenmunition. Revolvermunition Express, da können wir auch mal zuschlagen eigentlich, komm. Aha. So, auf jeden Fall wie jede Waffe. Genügend Munition, würde ich sagen. Sehr schön. Einmal ausgestattet. Da können wir auch in den nächsten Kampf ziehen, ne? Danke dir. Und einen verbesserten Waffengürtel haben wir auch. Können wir jetzt so viel Munition rumschleppen. Yeah.